Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom Casino plus Bonus.com. Heute bin ich im Queen Vegas Casino. Also, hier gab es schon mal was zu gewinnen. Einen Vespa-Roller, das wäre doch mal was. Na, gell, neuen Turnier. Gut, in den Turnieren. Also, wie gesagt, es gibt Turniere hier zu spielen, aber das ist natürlich im Prinzip nicht alles. Es gibt natürlich reichlich Spielautomaten. Und man kann sich jetzt so nach unten herunterscrollen und sieht sie dann relativ durcheinander dargestellt. Und den einen anderen und anderen kennt man. Und was natürlich sofort auffällt, es sind Top Spielautomaten hier vertreten. Also, da kann ja gar nichts schiefgehen eigentlich. So, und jetzt geht es mir darum, wie kann man das Ganze in ein System des Probierens bringen? Man möchte ja nicht nur das Book of Death spielen, sondern eben auch mal schauen. Bei neuen Spielen ist das okay. Da kann man mal schauen, was ist jetzt obendran neu dazu gekommen. Ob es jetzt das Gonzo's Quest von Mega, also Megaways ist vom NetEnt-Anbieter. Das kennt man und das weiß man. Aber was ist sonst noch dazu gekommen? Das schaut man sich hier immer an. Am beliebtesten, ja, das ist eine Kategorie, die hat eigentlich jedes Casino. Und kann man schauen und kann man aber auch weglassen. So, dann schauen wir mal hier. Jackpot-Spiele sind natürlich immer wieder beliebt und schon fällt mir auf, es sind die Jackpot-Spiele von Tiger Gaming auf jeden Fall aktiviert. Das macht doppelt so Spaß, Red Tiger zu spielen. Nun fragen Sie sich sicher, wie komme ich zu den einzelnen Red Tiger Spielen? Einmal hier sicher über den täglichen Jackpot. Das ist eine gute Variante, denn das hat meistens, also die meisten Tages-Jackpots hat zum Beispiel Red Tiger und da hat man dann schon mal einen Großteil. Aber im Endeffekt will man natürlich mehr. Und hier würde ich jetzt ab dem Moment gebe ich auf, vermisse im Prinzip die Software-Sortierung, habe aber dann mal probiert, was zu suchen. Und siehe da, hier haben wir sie. Und zwar die Spieleanbieter und per Excellence gelistet. Denn gleich noch dahinter geschrieben, wie viel Spiele gibt es vom jeweiligen Anbieter und auf jeden Fall ist Play and Go mit 150 und NetEnt und dann natürlich auch Red Tiger Gaming mit 132 stark vertreten. Klar, NetEnt und Red Tiger hängt jetzt zusammen. Micro Gaming ist immerhin auch mit 96 Spielautomaten dabei, da kann doch fast nichts schief gehen. Das ist doch super. Da ist doch genug dabei, was man dann spielen kann. So, also, es ist so, dass es eine Sortierung gibt, etwas schwer zu finden. Also hier über die Suche gehen und dann hat man die Spieleanbieter. Was gibt es hier noch? Und zwar hier übers Menü kann man natürlich die Tagesangebote sich aufrufen und braucht's ein ganz klein. Nein, hier bei einem nagelneuen Account ist natürlich der Willkommensbonus als erster oder diese Sonderaktion vom Scooter Booster. Also dann geht man eben in die Turniere und folgt den Anweisungen und schon ist man dabei. Also die Bonusangebote sind gut gelistet, für jeden sichtbar. Dann gehen wir mal kurz zur Kasse. Klar, wichtig, die Ein- und Auszahlerei muss funktionieren. Und man sieht, hier ist im Endeffekt alles soweit vertreten, was man braucht. Skrill funktioniert zurzeit nicht mehr ganz so besonders, weil es eben nur noch über extra
angewiesene Einzahlung fürs Spielen auch das Geld nutzen lässt. Also es ist etwas weit weg von der Realität, aber gut, was soll's. Bei Neteller funktioniert es immer noch ganz genauso. Also, was natürlich hier sichtbar ist, sind Gebühren. Das sind Gebühren für Netteller-Einzahlungen und Gebühren für Skrill-Einzahlungen. Das ist natürlich nicht so schön, aber je nachdem, auch die PaySafeCard wird mit Gebühren belastet, EcoPay. Also, naja, also nur ohne Gebühren geht es mit den Soforteinzahlungen, aber wie man weiß, dauert die entsprechenden Auszahlungen dann eher länger. Aber es ist so, dass es gut bestückt ist und hier man sicher hier und da eine Einzahlung leisten kann, denn die Bedingungen sind auch recht gut. Also schauen Sie dazu noch mal bei uns auf der Webseite vorbei. Am Link nach dem Video ist alles aufgeführt. Dort kommen Sie direkt auf die Seite, wo die Bonusbedingungen und alles noch mal aufgeführt ist, was es so hier im Queen Vegas gibt. Hier am Anfang schon erwähnt, ist jetzt natürlich auch durch die vielen Anbieter natürlich eine lange Liste auch von Live-Casino-Spielen vorhanden. So, also alles andere als ein schlechtes Casino, ein gutes Casino. Ein Queen Vegas, was dem Namen alle Ehre macht, kann man natürlich und sollte man ausprobieren. Wie gesagt, hier sieht man dann nochmal die Angebote. Es ist der Willkommensbonus und es gibt dann auch täglich weitere Angebote, wenn man dann weiter einzahlen will. Die Auszahlung funktioniert auch mit einer geringen Wartezeit von einem Tag. Klappt es sehr gut, also empfehlenswert. Und jetzt kann ich nur noch allen Spielern und Spielerinnen die besten Wünsche im Queen Vegas mit auf den Weg geben und natürlich viel Glück. Bis zum nächsten Mal, Ihre Denise.